Was geht, Leute? Mein Name ist Alan Fox und heute gruseln wir uns wieder in VR. Und zwar in Affected Manner zeige ich VR-interessierten Leuten, wie es sich anfühlt, dem Grauen gegenüberzustehen. Wie auch meiner Freundin, die sich bereit erklärte, ihre erste VR-Erfahrung gleich so richtig zu erleben. Nach dem Intro geht's los. Ich habe schwache Nerven. Oh, mir wäre ein anderes doch lieber. Wenn es dir zu laut ist oder wenn ich zu leise bin, dann sag's einfach. Können wir auch was Lustiges spielen? Nee, jetzt muss das dran. Okay, und wie findest du's? Ja, mach dich erstmal vertraut mit der Umgebung. Kannst mal die Controller ausprobieren. Deine Hände anschauen. Yeah. Versuch mal den Stick am Daumen zu bewegen. Ja, genau so bewegst du dich. Natürlich kannst du dich in Wirklichkeit auch drehen, du kannst dich räumlich drehen. Aber in Wirklichkeit laufen wäre ein bisschen kontraproduktiv. Können wir auch ein Codewort ausmachen? Wenn es dir zu schlimm wird? Ja. Was wäre dein Codewort? Pizza mit Marshmallow? So, wenn ich so viel Zeit habe, ja. Okay, musst du halt ganz schnell sagen, Pizza mit Marshmallow! Okay, wenn du bereit bist, sagst du. Du bist noch ganz gechillt. Knappe 95 Schläge pro Minute. Mhm. Okay, wenn du bereit bist, geh durch die Tür. Achso, ich darf mich nicht bewegen, ne? In Wirklichkeit nicht. Also du kannst dich schon bewegen, aber irgendwann kommt die Wand. Genau, folge einfach dem Pfad. Das Spiel ist sehr einfach. Laufen. Irgendwann mal hast du die Wahl zwischen rechts und links. Du darfst frei wählen, wohin du möchtest. Du musst nicht kämpfen. Vielleicht mal ein paar Türen aufmachen. Ansonsten bist du nur am Laufen. Du kannst dich auch runterducken, du kannst um Ecken schauen. Wie geht das? In Wirklichkeit. Duck dich mal. Wie komme ich da jetzt so? Ja, einfach die Stufen hochlaufen. Mir ist ein bisschen schlecht. Ist normal. Am Anfang muss man sich erstmal dran gewöhnen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Dein Gehirn muss sich erstmal dran gewöhnen. Das machst du sehr gut. Wie ist so dein erster Eindruck? VR? Eigentlich ganz gut. Gefällt dir, was du siehst, dass alles in 3D ist? Das finde ich gut, aber mich stört es, dass es mir so schlecht ist. Okay. Es liegt daran, weil dein Gehirn nicht checkt, warum du dich bewegst, obwohl du stehst. Geht's? Mhm.
Kann ich mich auch hinsetzen? Ja, ich hol dir einen Stuhl. Moment. Mir ist was runtergefallen. Ist dir runtergefallen? Der Akku da. Besser? Ja, es geht. Genau, nimm die Taschenlampe auf, greif nach der Taschenlampe. Angehen tut sie, glaube ich, von alleine, wenn es soweit ist. Dann würde ich sagen, viel Spaß. Lies die Show. Das war's. Spiel durch. Ja, fortsetzen, genau. Wie mache ich die an? Die geht von alleine an dann. Oder benutzt mal den Zeigefinger? Nee. Die geht dann schon noch an, wenn es weit ist. Ich glaube, jetzt hast du jetzt schon die erste Wahl zwischen rechts und links. Ich kann dir nicht sagen, was hinter den Türen ist. Es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Erfahrungen. Na, und dann machst du die Tür so auf, wie man eine Tür aufmacht. Zwar. Genau. So nicht? Doch nicht. Genau, greif nach ihnen. Nee, schon mit der anderen Hand. Greif mal richtig, also wirklich zusammendrücken. Ja, genau. Und jetzt zur Seite schieben. Die Controller sind so ausgelegt, dass du wirklich drei verschiedene Griffe hast. Und dementsprechend musst du auch richtig fest zudrücken, wenn du etwas aufnehmen willst. Genau, und geht durch. Drück mal alle Knöpfe. Ah, jetzt ist sie an. Schau dich ruhig um. Aber eins ist schon mal klar. Ich glaube nur, ich stelle mich so wie eine Pussy an. Warum? So mega locker, 90er Puls. Stolzierst du so rum, als wäre das das Natürlichste auf der Welt. In einem verlassenen Hütte, Gebäude, Villa rumzulaufen mit deiner Taschenlampe. Ist auch gar nicht dunkel, nein. Oh, da geht's die Treppe runter. Da ging die Treppe runter, genau. Mann, das sind ja nur Fledermäuse. Die wohnen hier. Mhm. Alles gut? Mhm. Kennst du noch dein Safe Word? Mhm. Okay.
Gut, machst du das. Wenn es dich ablenkt, kann ich weiterreden? Nee, red bitte weiter. Okay. Da hinten ist etwas Leuchtendes, das symbolisiert, dass du da durchgehen kannst. Die Bücher kannst du leider nicht lesen, aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Interessantes drin steht. Irgendwelche Philosophien von Personen, die schon lange nicht mehr leben. Danke, die, sehr förderlich. Oder die gelebt haben. Halt die Klappe. Sehr gut. Wir erreichen den nächsten Raum. Ist das sehr gut. Genau, tief ein- und ausatmen. Keine Ahnung, wer das war. Auf jeden Fall ist er nicht amused. Was? Ich soll warten? Nee, this way. Ach so. Ich glaube, hinter dich. Was? Hinter dir. Nein, 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 nein. Also da ist nur eine Tür. Muss ich da wieder durch? Ah, da. Ah. Puh. Ja, easy, oder? Da hattest du irgendwie mehr Angst vor Fledermäusen. Ich glaube, wenn man Pauli kennt, dann hat man auch keine Angst mehr vor kleinen Kindern. Das war jetzt auch nicht förderlich. Entschuldigung. War schon mehr warm. So, gut, Ventilator ist an. Ich? Ja. Aber was muss ich hier überhaupt machen? Durchlaufen. Und dann? Und dann gucken. Boah, das wäre jetzt was für meine Mama. Ist doch nur eine viereckige Ratte. Im Grunde ist es der Sinn, glaubt so, so lange durchzuhalten wie möglich. Den Kühlschrank kannst du auch aufmachen, ich bin mir nicht sicher. Ich will, glaube ich, nicht. Du wirst. Alles gut? Mhm. Geht zu. Nicht witzig. Manche Sachen kannst du nicht greifen, das ist ein bisschen blöd. Ich hätte so eine Dose mitgenommen. Ich glaube, mein Puls wäre im Moment schon über 110. Und du halt gechillt bei 90. Jetzt fühle ich mich noch schlechter, wenn ich Horrorspiele spiele. Warum? Weil ich mir dann denke, so, du meisterst es ohne Probleme und ich heul wie eine Frau.
Okay, das war's. Mach mal wieder die Tür zu. Pack mit Babys ist schon krank. Nimm dir die Zeit. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, jetzt in der anderen Hand. Glück spürt man gerade nicht meinen Puls. Oh, ich will mitweinen. Wo ist's denn? Wo ist? Zeitung. Oh, vielleicht Zeitungsausträger? Nennt man die so? Zeitungsträger. Der Mensch halt, der die Zeitungen durch die Häuser bringt. Das ist ein Asiatenkind! Jetzt haben wir bald alle Farben durch. Und was kommt denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Kannst die Hände runter machen, alles safe. Springt er dir ans Gesicht mit seinen kleinen... Ruhe. Das machst du gut. Machst du sehr gut. Mhm. Oh, nee. Nachher gibt's ein Eis.
Vielleicht hast du es geschafft. Woher willst du es wissen? Versuch dich nur zu ermutigen. Ach so, du weißt gar nicht. Nein. Das bringt mir aber nichts. Oh, können wir eine Pause machen? Pause? Okay. Mhm. So, wieder zurück. Genug Katze gestreichelt. Auf dem Boden. Welche? So. Es kann nichts mehr kommen. Vor allem, du bist da eh viel zu locker. Oh. Sogar jetzt? 74. So entspannt war es noch nie. Ganz kurz. Entschuldigung, Madame, dass ich an Ihre Brüste muss. Ja, rechnen wir einfach mal 20 Herzschläge dazu, dann würde das schon stimmen. Du bist mir ein bisschen zu entspannt. Lass mich. Jetzt mit der Übelkeit? Mhm. Okay. Noch, ja. Noch. Sag's einfach. Oh nee. Was? Die Musik. Ach so. Wow! Was? Beim letzten Mal bin ich hier gestorben, glaube ich. Warum? Ich weiß nicht, ich glaube, man darf ihr nicht in die Augen schauen bei solchen schreckhaften Situationen. Cool. Ja, ich habe die Augen zugemacht. Aber du hast auch nach unten geschaut. Ja. Dachte so... Ja, okay, jetzt ist zu Ende. Und dann geht's einfach weiter. Ich so, hä? Wer wohnt in so einem großen Haus? Hat überhaupt gar keinen Sinn. So viele Kinder kannst du gar nicht machen. Taschenlampe aus, oder was? Ja. Oh oh. Das ist nichts gut. Geht's? Mhm. Ich bin gerade automatisch auf den Knopf gekommen. Ach komm, scheiß drauf. Oh, los geht's. Oh ja, genau. Genau das Passende dafür. Oh,
Man muss bedenken, du hast ja Höhenangst. Ja. Wow. Wie war das mit Höhenangst? Ich hab nichts ge... Ich bin nicht schuld, ich hab das nicht gewusst. Ich könnte jetzt sagen, willst du nicht vielleicht einen Blick nach unten wagen? Aber mach's nicht, mach's nicht. Wie ist das Gefühl so? Weil es ist ja virtuell, aber spürst du trotzdem so einen Höhenunterschied? Ein Höhenunterschied nicht, aber mir schlecht. Okay. Alles gut. Die geht ja gar nicht mehr. Doch. Ah. Wie lange haben wir noch? 4 Minuten. Okay. Seine Kämpferin. Mich würde es gar nicht so stören, wenn mir nicht so übel wäre. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal wirst du schon ein ganz anderes Gefühl haben. Da ist ja was drunter. Hör auf. Guck doch nach, ich nicht. Nö, nö. Ah! Hat's geklopft? Ist doch mir egal. Vielleicht war es der Pizzabute. Dann hat er aber kein... Oh, halt. Dann hat er aber keinen Schlüssel, wenn er klopft. Schon mal ja, gut. Ja, vielleicht ist der Pizzabote, der Trinkgeld geben wollte. Mir egal. Geil. Juhu. Oh, Pflanzen. Sieht doch schön aus. Mega. Das gefällt mir. Gut. Was brabbelst du da? Bisschen so wie ein Museum. Ja. Geiles Pferd. Ja, aus Stein. Da ist doch jemand drunter. Die Bilder hätten vielleicht ein bisschen hübscher sein können. Jo, Mann, die Vase war teuer. Oh, guck dir mal diese... Ja, das. Juch! Die verfolgen dich. Schön. Also gar kein. Ja, oh Mann, ey! So. Rein geht's! Fuck it! Wenn das Mädchen kommt, dann haust du die Taschenlampe über den Schädel. Das war's? Oh, die macht jetzt bestimmt gleich wieder ihre Augen auf, dumme Kuh. Oh, der zerplatzt einfach. Schön. Viel besser. Ist das dieser Kolumbus? Jo.
glaube, ich gehe hier viel mehr ab als du vor dem Bildschirm. Oh, das kenne ich. Das könnte vielleicht ein bisschen unangenehm werden. Sag mir, wenn es vorbei ist. So, jetzt. Das Ding, also hast du, weißt du, was passiert ist? Ja, die hat sich so gedreht. Ja, genau. Und das ist schon im echten Leben sehr verstörend, wenn man so einen Raum betritt, wo die Wände sich bewegen. Das hat mich damals immer voll verschickt. Ich hab die Augen zugemacht. Das ist gut so. Tapferes Mädchen. der Boden ist ein bisschen kaputt. Könnte mal der Handwerker hin. Kannst ja so nicht deinen Schwiegereltern zeigen. Du hast es geschafft. Das sagst doch nur so. Na, irgendwann ist Ende. Sicher? Mhm. Das geht nicht endlos. Guck mal nach links. Nach links. Wer steigt freiwillig in so einen Aufzug? Vermieter? Oh Gott. Ist das ein Zombie? Geht es tief runter. Genau, ich habe jetzt überlebt. Ja. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, weil du so geschrien hast. Ja. Hör auf. There you. Der Jo heißt doch, wage es nicht oder so. Ach, mir egal. Paket. Einfach rein. Ja, wo muss ich denn lang? Ja, genau. Oh, es geht immer tiefer runter. Ey, ich war noch nie so weit. Ein Mensch war so weit. Sache, meine Freundin hat mehr Eier als ich. Eier aus Stahl. Ach du Scheiße. Sehr weit geschafft. Sehr weit geschafft. Bin ich tot? Ja. So, ich komme und befreie dich. Juhu! Perfekt! Das lief doch echt super, würde ich sagen, fürs erste Mal. Sie hatte Spaß, ich hatte Spaß und ich glaube, ich habe mir ein bisschen mehr ins Höschen eingenässt als sie. Ein dickes Fell hat sie auf jeden Fall. Gute Voraussetzung, dass ich sie wahrscheinlich bei den nächsten Horrortrips einfach mal mitnehme. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Refrox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.